Na komm. Ah, der Wellengang ist so stark, dass wir das nicht nehmen können durch dich. Komm, wir müssen auf die nächste Welle warten. So, jetzt. Und hoch. Jawohl, jetzt haben wir sie. Okay. Gut, dann werden wir jetzt schauen. Boah, alter Schwede, ist das Aufgebot groß. Schaut euch das an. Krass. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video GTA 5 LSPDFR. Wir sind heute natürlich als Küstenwache mal wieder unterwegs. Dieses Mal aus der Luft. Wie man sehen kann, haben wir dadurch natürlich ganz, ganz andere Anforderungen. Ein ganz, ganz anderes Gerät. Nämlich den MH-65 Helikopter mit der schönen Coast Guards Lackierung natürlich. Und jetzt müssen wir mal schauen, denn es ist ein Schiff, was gerade im Moment sinkt. Ja, da draußen. Und es scheint so ein Containerschiff zu sein. 5 Leute sind angeblich an Bord. Müssen wir gleich gucken, ob die noch an Bord sind, wie es da ausschaut und natürlich das Containerschiff erstmal finden, weil hier draußen ist der Wellengang wirklich extrem stark. Natürlich auch dadurch der Wind und mit dem Boot kann man hier eigentlich nichts mehr retten. Ja? Mit dem Boot kommt man da nicht aufs Containerschiff. Das ist ja auch ziemlich groß. Da hat man dann keine Einstiegsmöglichkeit und dann hat man eben ein Problem. So, wir müssen jetzt aber die Augen offen halten und nach dem Schiff gucken. Da hinten sehe ich schon was. Der Wellengang, ihr seht selber, ist wirklich extrem krass. Das heißt, wir müssen selber auch ein bisschen aufpassen, wenn wir da zu tief gehen, dann verschluckt uns eine Welle, das ist keine gute Idee. Aber wir werden natürlich sowieso mit der schönen Raupe arbeiten. Zuallererst schauen wir aber auch jetzt gleich, wo wir ansetzen müssen mit der Thermalsicht am Helikopter. Weil wir müssen ja gucken, wo die Leute sind, die wir retten müssen und können vor allem. So, da ist das Schiff. Angeblich müsste es das sein. Schauen wir mal in der Umgebung. Ich sehe in der Umgebung keins mehr. So, Achtung. Wir mal langsamer. Vorsichtig. So. Jetzt gucken wir gleich mal, ob es das Schiff ist und ob hier wirklich Leute sind, die gerettet werden müssen oder gerettet werden können. Wir werden jetzt mal die Kamera benutzen. Und dann natürlich schauen, dass wir... So. Die Thermalsicht anhaben. Thermalsicht sagt momentan keine Leute. Dispatch, we have a visual. Die haben einen gefunden. Zweiten. Die sind im Wasser. Alles klar. Es wurden auf jeden Fall 2 Personen gesichtet. Scheinbar ein Stück entfernt. Da ist natürlich die Frage, ne? Ist da auch ein Schiff oder sind die da irgendwie gestrandet, runtergefallen? Keine Ahnung. Gut, das Suchboot hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Der Erfolg hier zeigt, dass wir am besten noch ein paar anfordern. Die sind ein ganzes Stück entfernt von ihrem Schiff, muss man ehrlich sagen. Zweiter Heli. Das Flugzeug ist auch schon da. So, hier haben wir auf jeden Fall angeblich eine Person. 2 Personen, ja, ich sehe da unten eine. Der hat kein Leuchtsignal, das ist halt extrem, ne? Besonders wenn es jetzt dunkel wird. Wird es echt schwer, die zu retten. Gut, wir kümmern uns jetzt schon mal um den hier. So, wir gehen nach hinten. Übergeben. So, okay. Dann sagen wir dem Kollegen, er soll am besten über dem direkt hovern. Ja, mal schauen, welche Höhe stellen wir hier ein. 60 Meter. 45. Gucken wir mal, wie tief wir gehen können. Weil es gibt noch mehr Leute und wir müssen uns beeilen. Ja, so ist gut. 30 Meter ist ziemlich gut. Dann werden wir jetzt uns bereit machen. Wir gehen raus und runter. So, mal schauen. Alter, der Wellengang hier, ne? Der ist so extrem. So, Achtung. Ich komm runter. Also, hallo, guten Tag. Da, schauen Sie mal. Ah, komm. Sie müssen sich da festhalten. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Sie müssen sich da festhalten. So, komm. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Und auf geht's. Schaut ein bisschen komisch aus, nicht irritieren lassen. Aber wir haben ihn. So. Komm, rein mit ihm. Zack. Sehr schön. So, weiter geht's, nächster. Wir müssen jetzt gucken, wieder auf dem Pilotensitz. So, und da ist der andere Kollege auch schon. Das Boot ist auch schon dort. So, einen haben wir auf jeden Fall schon mal an Bord. Zweite Person. Irgendwo hier. Müssen wir genau die Augen offen halten, schauen wo. Da, unter uns direkt. Alles klar.
Selbe Spiel. Wir gehen auf den hinteren Sitz. So, stopp. Genau, der Kollege übernimmt. Direkt drüber schweben. Die sind scheinbar runtergefallen, keine Ahnung, haben versucht zu schwimmen. Ganz, ganz schwierige Angelegenheit, sage ich euch. Ganz, ganz schwierig. So, okay, wir werden jetzt mal gucken, dass wir auch rausgehen. Runter. Eieieiei. So. Eine Dame, scheinbar. Hallo, guten Tag. So, schauen Sie mal da. Wir gehen zusammen. Halten Sie sich gut fest. So. Die suchen immer noch weiter. Momentan noch nicht weitere Leute gefunden, gehe ich davon aus. Was natürlich ein bisschen schwierig ist. So. Wir gehen wieder auf den Pilotensitz. Okay. Wir haben noch nicht mehr Leute gefunden, weshalb wir den Suchradius deutlich vergrößern müssen. Wir müssen 5 Kilometer Suchradius machen. Noch ein Heli, mehrere Boote. Dann schauen wir mal gleich, ob wir noch mehr Leute finden können. So, was ist da links? Da ist was Rotes. Das ist eine Leuchtfackel. Das ist 100% eine Leuchtfackel. Da sucht einer Hilfe. Schauen wir mal. Das ist sonst echt schwer, die zu finden. Also Leute, wenn ihr mal in Seenot geratet, am besten immer so eine Fackel dabei haben. So. Aber man kann es ja nicht abschätzen, wenn man in Seenot gerät, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. So. Wir gehen hinter. So, der Kollege übernimmt. Gut. Ein Stück runter noch, ein Stück runter. Sehr schön, ich gehe runter. So. Hallo die Dame. Sehr gut, dass sie so eine Fackel haben. So findet man sie gut. So, hallo. Kommen Sie her, ich helfe Ihnen. So, und festhalten. Ja, okay. Wir lassen erst sie hoch. Dieses Mal. So, na komm. Na, jetzt hat sie losgelassen. Mensch, Mädel, du darfst doch nicht loslassen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Warten Sie, ich helfe Ihnen schon. Kommen Sie. Vielleicht geht es zusammen besser. Na komm. Ah, der Wellengang ist so stark, dass wir das nicht nehmen können, richtig? Komm, wir müssen auf die nächste Welle warten. So, jetzt. Und hoch. Jawohl, jetzt haben wir sie. Okay. Und rein mit dir. Sehr schön. Gut. Weiter geht die Suche. Weiter geht die Suche. Es wird langsam dunkel. Was halt echt schwierig ist, muss man ehrlich sagen. So, wir gehen rüber. So, wir haben aber immer noch nicht alle gefunden. Die Boote alle sind auf Hochtouren, um eben hier die Personen zu finden, was halt echt schwierig ist. So, was wir jetzt machen werden, wir werden mal gucken, ob wir noch mehr Leute erreichen können, die suchen. Einen Helikopter können wir auf jeden Fall noch anfordern. So, und jetzt müssen wir noch weiter suchen. Wir haben auch eine Wärmebildkamera. Die werden wir jetzt mal einschalten. So, gucken wir mal. Das ist das Boot, oder? Ja, das ist das Boot. Mit unseren Leuten drin. Sonst sehe ich hier erstmal noch keinen. Da hinten. Könnte noch was sein, ne? Schauen wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht können wir hier noch weiter gucken. Da hinten ist anscheinend einer gemeldet worden von einem Heli. Möglicherweise noch auf dem Schiff, oder was? Schauen wir jetzt gleich nochmal. So, Achtung. Da hinten, links vom Schiff. Links vom Schiff womöglich. Gehen ein Stück hoch. Machen dann die Wärmebildkamera. So, Wärmebild. Momentan keine Treffer. Wir können da hinten sogar das Boot sehen. Also wenn hier was wäre, würden wir definitiv sehen, dass da jemand ist. Es sei denn, im Inneren. Wir gehen runter. So, die Suche ist auf jeden Fall noch voll im Gange, wie ihr seht, ne? Also es ist echt krass, wie viele Leute gerade im Einsatz sind, nur um die Personen zu suchen, die hier angeblich auf dem Schiff waren. So, wir springen. So. Jetzt gucken wir mal schnell, ob hier wir noch irgendjemanden finden können.
auch im Umkreis, hier im Wasser, aber die Helicam hat ja hier schon mal nichts gesehen. Ne? So, mal gucken, vielleicht finden auch unsere Rettungsteams noch weitere Leute, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir auch noch das Boot abgehen, oben in die Brücke gehen und da gucken. So, da sehen wir Heli, da ist Flugzeug, alle suchen wir gerade. So, na komm, kann natürlich sein, dass die anderen beiden schon ertrunken sind, das wollen wir aber, davon wollen wir gar nicht ausgehen, ja? So, deswegen suchen wir jetzt einfach. Hallo? Küstenwache? Ist hier jemand? Hallo? Verdammt, hier ist gar keiner. Ah, wirklich? Die Suche geht schon 13 Minuten. Ist natürlich lang für so ein riesen Aufgebot an Einheiten. Natürlich hier auch wieder im Verhältnis gesehen, ne? Wir gehen jetzt nochmal nach da und gucken hier, ob wir irgendjemanden sehen können. Ne, wir gehen in die Helicam. Ne, sehe auch keinen hier. Also das Schiff hier ist definitiv leer. Was auch die Thermalkamera ja schon bestätigt hat. Gut, dann werden wir jetzt schauen. Boah, alter Schwede, ist das Aufgebot groß. Schaut euch das an. Krass. dann werden wir jetzt den Heli zu uns holen. So, komm mal zu uns bitte. Ein Stück höher fliegen hier. Achtung, das wird sonst ein bisschen unschön hier, wenn er irgendwo gegen klatscht. So, gut. Dann komm mal runter. Und uns abholen, der Kollege. So, gucken wir mal. Stillhalten. Ist natürlich nicht leicht. Oh oh. Das ist ungut. Das ist sehr ungut. Was machst du, Kollege? Zieh hoch. Du musst hochziehen. Eieiei, Kollege, was machst du da? Richtiger Profi. Der hat sich voll verhangen. Oh oh. Alter Schwede. Ja gut, wenn es nicht ganz so gut läuft und der Heli-Pilot etwas spinnt, muss man ehrlich sagen, ja, man muss dann doch den Heli wahrscheinlich immer ein ganzes Stück drüber halten, weil sonst macht er komische Sachen. Ihr habt es gesehen. Bei dem Windgang aber auch ein bisschen dann vielleicht meine Schuld. Nichtsdestotrotz, wir haben noch weitere Einsätze und kümmern uns gleich um den nächsten. Ein SOS-Signal hat uns soeben erreicht und wir müssen uns auf den Weg machen und natürlich gucken, dass wir das Boot retten. Scheinbar scheint es hier irgendwo südlich an der Südküste zu sein. Dann gucken wir gleich mal danach und helfen, wenn möglich. Wahrscheinlich Motor kaputt oder möglicherweise auch ein Leck. Man weiß es immer nie. Könnte aber auch was Gefährliches sein, ne? Also, waffenmäßig, besonders hier im Hafen, könnte schon was abgehen. Schauen wir mal, was da auf uns trifft. Zwei Personen sind scheinbar involviert. Und jetzt gucken wir, jetzt müssen wir die Augen offen halten. Und schauen, wo wir was sehen können. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall ein großer Bereich. Da hinten sehe ich ein Boot. Dann werden wir uns mal dorthin auf den Weg machen. Wir haben die Helikamera auf jeden Fall schon mal. Gucken uns die ganze Sache mal an. Ah, momentan sehe ich noch nichts. Wir müssen näher ran. So, jetzt mal gucken. Alles klar. Zwei Personen, scheinbar unbewaffnet. Haben ein Problem womöglich. Na dann schauen wir mal danach. Ich sehe jetzt in der Nähe nämlich keinen mehr. Ne, das müssten die sein. Warum die auch immer jetzt ein Problem haben. Ja, alles klar. Ja, ja, sie winken. Sehr schön, jetzt weiß ich, dass sie sind. Okay, alles klar. Gut, dann werden wir jetzt uns mal bereit machen. Bisschen höher gehen. Und uns dann mal abseilen. So. Okay, dann sagen wir, der soll am besten direkt über den schweben und ja, die Höhe passt einigermaßen und dann gehen wir jetzt einmal raus, so, so und runter. Schauen wir mal,
Sehr schön, wir sind fast drüber. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück, optimal. Hallöchen, Küstenwache. So, die Herren und Damen, Damen und Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Nehme ich Sie mal mit, ja? So, Moment. Stückchen runter noch. Jetzt da festhalten. Genau, und nach oben. Sehr schön, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 ist noch da. Zack, sehr schön. So, Achtung, wir kommen. So, die ist ins Wasser gefallen. Gut, wir haben sie. Und der darf jetzt schnell noch die Basket anbringen, damit die Dame auch bequem hat beim Hochfahren quasi. Dann muss sie nicht festhalten. Aber schauen wir mal. Da kommt auch schon der Kasten. So, zack. Und drin und hoch. Sehr schön. Und wir haben sie. Sehr schön. Und wenn wir den schon dran haben, dann nutzen wir den auch noch. Umso bequemer. Schauen wir mal. Das Boot muss dann noch hier weg. Das muss noch geschleppt werden. Weggeschleppt. Schauen wir mal, ob wir da jemanden erreichen, der sich darum kümmern kann. So, wir haben auf jeden Fall einen erreicht. Der kommt jetzt, um das Boot da noch wegzuziehen. So, wir gehen rein. Alles klar, und hoch. Da kommt der Schlepper, der nimmt den Dingy mit. Und wir haben es dann soweit geschafft. Erfolgreich gerettet. Und natürlich das Fahrzeug, oder das Boot in dem Fall dann, ja, auch noch mitgenommen. Optimal. Gut, dann bringen wir die jetzt noch schnell an Land natürlich. Klaro. Müssen noch schnell wechseln zum Pilotensitz wieder. Zack. Und dann geht's auch schon los. Jawohl. Tschö. Immer diese Co-Piloten. Die können es nicht ertragen, wenn man dann selber wieder Steuer übernimmt. Scheinbar. Oh, Profis. So, da hinten müssen wir den dann hin und die wegbringen. Tatsächlich. Auf dem Krankenhaus hier müssen wir landen. So, Fahrwerk ausfahren. Versuchen wir da zu landen. Erfolgreich gelandet. Die Kollegen können übernehmen. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Jawohl. Sehr cool. Erfolgreich haben wir 2 Personen gerettet und haben damit unsere Heli-Streife beendet. Es gibt noch mehr zu entdecken bei der Küstenwache. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen, ein Abo, Glocke nicht vergessen und natürlich unter anderem, wenn ihr wieder vorbeischaut, freuen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, ne?